Und dann wäre ich theoretisch für den zweiten Teil ready. Ich muss nur noch meinen Buzzer aufmachen. Seid ihr auch alle ready schon? Ja. Nee. Ja, Mann, du gewinnst doch eh wieder. Warte, war der Pate oder Mario Wieso gewonnen? wieder? Ich hab's Mario nicht gewonnen, gewonnen. stimmt. Sorry. Ja, Entschuldigung. Du bist doch eh wieder Zweite. Okay, ja, also ich wäre theoretisch ready. Also kann Mill eigentlich loslegen mit seinem Vortrag, bitte? Ja, bestimmt. Ja, dann würde ich sagen, wenn alle bereit sind, Wir fangen mit Buzzer-Fragen an, oder? fangen wir mit Wasserfragen an. Der Buzzer ist resettet. Wir fangen ja an mit 10 Wie heißt Fragen. Und Ja. die erste davon lautet: Wie heißt Voldemorts leiblicher Vater? Reicht der Nachname? Ja, den würde ich auch hinbekommen, glaube ich. Wie heißt denn der? Das müsste ja auf dem Grab stehen, vermutlich. Kann Ja, sein, das ja. fängt ja gut an. Ja, das geht sehr gut Ja, los. gut, also ich habe halt gerade, also den Vornamen weiß ich jetzt gerade nicht. Ich bin raus, ich sage es gleich, ich bin raus bei der Frage. Mir fällt Also auch nicht ich ein. möchte schon Vor- und Nachname haben. Boah. Ha. Also ich Ja. habe was im Kopf, aber irgendwie das macht keinen Sinn. Komm, Deswegen, probier doch also ich einfach. brauche eine Nee, Idee, nee, werde aber. ich nicht machen. Ja gut, dann schließe ich die Frage in 3, 2, 1. Tom Riddle, genauso wie Nein, er das, selber oh auch. nein, ich hätte es Oh, gewusst. ich Ja, heiße aber. Tom Riddle Senior. Ich Nein, dachte. das macht keinen Sinn. Ja, ich dachte mir auch, dass der so So heißt ist er. So ist er tatsächlich, ja aber ich benannt. dachte Tom nach seinem mir. Vater und Forlest nach seinem Ja. Großvater. Oh Ah, Mann, ey, kritisch. das ist Na schlecht. gut. Ist das schlecht? Das war richtig Und bei so schlecht. einer Frage fängt die schon an. Ach du meine Güte. Ja, du Eieiei. weißt, dass Na gut. Namensfragen kannst du mir vergessen. Frage 2. Passer muss ich ja nicht freigeben. Wie heißt der Hauself, der Harrys Briefe abfängt? Manisan? Dobby? Das Mann. ist korrekt. Das fängt Oh, schon wieder an, bei dass Mani einfach Hauself schneller war ich buzzert. schon bei, Bei war ich dem schon bei einem anderen, anderen. ja. Dessen Namen wir jetzt nicht sagen. Wer weiß, vielleicht kommt die Frage ja bald. Ja. Wie heißt der andere denn, der Böse? Frage 3. Wie heißt der Hauself der Blacks? Wow. Creature. Oh Das ist nein. richtig. Oh Mann. Ist das dumm. Wieso ist das dumm? Ja, Wir kennen weil uns doch das. inzwischen. Also ich Ja. habe. Zusammenhängende Fragen machen Spaß. Okay. Wenn wir jetzt fies wären, würden wir jetzt nach dem Namen des dritten Hauselfs fragen, der erwähnt wird. Was kann ich das Oder dann es kommt gibt? was zu den Blacks. Und Ja, den das in der kann. vierten. Ja, aber Ich wir bin gerade fragen schon nach auf was die anderem. Black-Frage eingestellt. Ja, ich auch. Okay, dann wie heißt das Haus der Weasleys? Patrick? Fuchsbau. Korrekt. Ich hätte jetzt die Paul, hohe merkst du, wie Note. das hier Ja, losgeht? das ist genau wie letztes Mal, ohne Witz, Lukas. Das gefällt mir gar nicht. Frage Nummer 5. Wie heißt Harrys erster Besen? Paul? Nimm uns 2000. Das ist richtig. Oh Gott, ich wollte Alter! Kartoffelbrei sagen! Jawohl! Scheiße, ich hab nicht immer mehr euch. Ich wollte irgendwas mit 2000. Oh Gott, okay, ich hab. Ja, oh mein Gott. Aber war das sein? Ja, gut, das andere hat, der andere hat ihm nicht gehört. Ne? Der andere Besen hat er nur ausgeliehen bekommen beim Fahrtraining. Flugtraining. Ja, das war sein erster Besen, den er halt. Den hat er geschenkt bekommen von Mrs. Katze, gell? Hier von Gryffindor-Frau. Ja, ist nicht so klar, von wem genau. Also irgendwie aus Schulmitteln, aber wie genau das funktioniert, ist, ja, Okay. weiß man nicht. Okay. So, Frage Nummer 6. Wie heißt das Monster, das in der Kammer des Schreckens wohnt? Patrick? Basilisk? Richtig. Hat er jetzt nur einen richtigen Okay, Namen, das wäre hart gewesen. das dachte ich mir dann auch, als ich geantwortet habe. Vielleicht hieß das noch irgendwie, aber gut. Was? Alka schreibt 3000? Nee, war Nimbus 2000, war schon richtig. Ja, aber mit Nimbus Guck. 2000, ja, nicht 3000. Ist das die Jetzt Jahreszahl fangen wir nicht so an, eigentlich? Alter. Ja, oder? Das könnte gut sein, Oder ja. wobei, nee, Nee, macht keinen Sinn. nee, Ich mach mal viel ganz kurze früher. Sekunde, ich mach Patte doch wieder ein Slightly lauter, der kommt ein bisschen leise vor. Okay. Aha. Ja, sorry. Wollte ich einfach deine Stimme in den nehmen, einfach damit du nicht antworten kannst. Ja. So, jetzt gibt es schon 2 Punkte für eine Frage.
Erstmal wieder. Ja. Die Einpunkte-Fragen sind damit erledigt. Mhm. Oh, ich dachte, wie heißt das magische, bitte? Nee, ich dachte gerade, du hast die reinkopiert, die Frage kam bei mir mit dem Kammerschränk. Nein, okay, noch nicht. Okay. Wie heißt das magische Mittel, das benutzt wird, um von Kamin zu reisen? Manisan? Flohpulver. Richtig. Ich hätte Fluxpulver gesagt. Was denke ich mir denn? Flohpulver. Wingelgasse. Wingelgasse. Durch eine Nocturngasse. Treibst du in der Nocturngasse herum. Die Frage kommt jetzt bestimmt. Oh ja. Wie heißt der jähzornige, um sich schlagende Baum auf dem Gelände von Hogwarts? Nein! War nichts dran? Nein. Die peitschende Weide. Ja. Ich bin nur zu langsam. Ah, ja, Dito. Hallo, Jordan. Hi, Jordan. Hallo, Jordan. Hallo, Jordan. So, Frage 9. Wie heißen die Bälle beim Quidditch? Und zwar alle. Paul? Oh Gott! Schnatz, dann die Quaffles und der Puck. Ja, das kann ich so nicht erzählen lassen. Ich gebe den Buzzer wieder frei in 3, 2, 1. Patrick? Latscher hat er vergessen. Nein. Und Quaffel und goldener Schnatz. Nein! Ja. Ich dachte wirklich, du meinst es die. Ach Mann. Gut, okay. Es sind eigentlich die Klatscher, weil ja, zwei, aber. Zwei. Das wusstest du natürlich. Natürlich. Gut. Bin ich wieder traurig. Lukas hat aufgehört. Frage Nummer 10. Wie heißt der Lehrer, den Dumbledore im 6. Film überreden will, nach Hogwarts zurückzukehren? Nein. Mani? Professor Slughorn. Ja. Ja. Hat der einen Vorname auch? Also ja, ich kenne den, glaube ich, nicht. Horace. Ah, doch, ah, okay, ja. Kennt man. Ich hätte Horace jetzt gewusst bekommen. Nein, Spaß. Das war der, wo sich in so einen Sessel verwandeln konnte, oder? Ja, wobei da im Buch war es kein Sessel. Ja, gut, logisch. Ne? Es geht immer um die Filme. Weiß ich tatsächlich gar nicht mehr so genau. Ich auch nicht. Und ich habe das Buch erst letztes Jahr gelesen. Okay. Na dann. Okay, damit sind wir mit den Wie heißt Fragen durch. Ach, jetzt geht es zu ein paar Filmfragen. Ja, los, Paul. Ja, ich weiß nicht, ob das besser ist für euch. Das sind immer noch ganz normale Passerfragen, ja. Okay. So, Frage Nummer 11. Welche Produktionsfirma ist für die Harry Potter-Reihe verantwortlich? Okay. Das sah jetzt interessant aus. Das hat Patrick geleuchtet und dann Mani sein. Aber das muss schon Mani gewesen sein. Ja, also bei mir steht auch was. Gewesen sein. Bitte? Ja, bei mir ist auch das Grüne. Das Warner. Ja, bei mir ist es schon. Richtig. Ja, sprich. Achso, Warner Bros. Okay. Jetzt aber auch nur gewusst wegen meinem Trailer. Wegen dem schönen Warner Bros-Zeichen. Ja, aber das kann man doch wissen. Ja, das hätte ich auch gewusst. Ich war nur halt viel zu langsam wieder. Ja. Gut. Dann Frage Nummer 12. Welcher Schauspieler verkörpert Severus Snape? Manisan? Ich habe gedrückt und dann ist mir der Name entfallen. Das ist ungünstig. Ja, nee, gib frei. Dann gebe ich wieder frei in 3, 2, 1. Patrick? Alan Rickman. Ach, das ist richtig. Ich weiß nicht die Schauspielernamen, sagt Patrick. Ja, komm, also Snape, den kennt man ja wohl. Ja, keine Ahnung, kennt man den, natürlich. Ich kenne nur zwei, ich bleib dabei. Hey, das war, lol, das war eigentlich eine Wie-heißt-Frage auch, ne? Ja. Ja. Streng genommen könnte man die so formulieren. Ja. Okay. Gut, Frage 13. Welchem Charakter verleiht Gary Oldman das Leben? Patrick? Sirius Black. Das ist auch richtig. Hätte, willst du mich eigentlich verarschen, Patrick? Vorher im Discord, ja, ich kenn die ganzen Schauspielernamen nicht. Ja, ich muss ja ein bisschen hier psychologische Kriegsführung. Ja, ich habe auch nur so getan, als ob ich die nicht kennen würde. Und außerdem sind das ja auch einfache Fragen von Stars, die man vielleicht schon mal gehört hat. Ja. Ja, das sind ja sehr bekannte Schauspieler tatsächlich. Auch wenn ich die alle nur von Harry Potter kenne. Aber ich glaube, die kennt man auch jetzt von anderen Filmen, theoretisch. Das ist schwach, Patrick. Ich weiß, das ist schwach. Ich habe absolut kein Filmwissen. Außer vielleicht ein bisschen hier.
Ja, müssen wir nochmal drüber reden. Können wir aufhören, das mit irgendwelchen Schauspielerfragen, das wäre das richtig korrekt. Ja, okay. Dein Wunsch ist mir Befehl. Wer war für die Musik der ersten drei Filme verantwortlich? Patrick? John Williams, heißt er so? Richtig. Boah. Besser, Paul? Nee, das wird nicht besser. Aber den kennt man doch auch wirklich. Also, ich glaube, der macht generell sehr viel Filmmusik. Ja, für welchen Film denn auch? Ja, der macht generell Star Wars, viel Musik. Jurassic genau. Park. Nie gesehen. Zum Beispiel. Hat er gemacht. Ziemlich viel. The Hobbit? Nein. Ah, das war Howard Shaw. Ach, je. Patrick zieht wieder weg. Okay, keine Filmmusikfrage mehr. Okay. Frage 15. Wer hat in den ersten beiden Filmen Regie geführt? Ah, oh, nein. Warte mal. Anisan? Nein. Christopher Columbus. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ich wurde drauf Podcast. Der läuft ja, ja. Chris Columbus, aber ja. Ach so. Das, ja. Lass ja. mal sehen. John Williams hat noch gemacht Indiana Jones, Kevin allein zu Hause, Schindlers Liste. Genau. Das ist mir mal aufgefallen, als ich Kevin allein zu Hause gesehen habe, das erste Mal. Der weiße Hai, Catch Me If You Can, E.T. Ja. Ja, deswegen haben wir den auch mit reingenommen, weil der hat so ein, zwei Filme gemacht. Ja, den kennt man. Ja, ich habe den gekannt. So, dann kommen wir jetzt noch zu 5 normalen Buzzer-Fragen. Okay. Aber diesmal wieder in der Welt. Ja, danke. Frage 16. Wer bewacht den Gryffindor-Turm? Patrick? Die fette Dame? Ja. Okay. Ich hätte es fast erfasst, kopflos und irgendwie... nicht gesagt. Ich dachte, ja, da wäre noch ein Twist sagen. Dabei, aber... Nö. Okay. Ja, doch, man, auch man muss ein Passwort sein. Nennen und dann Passwort! Ja, wobei jetzt kommt mir, dass Turm eigentlich irreführend ist, Gemeinschaftsraum wäre besser. Ja, okay. Ja. Asche auf das Haupt von Maxi und mir. Aber da muss man ja durch, um in den Turm zu kommen, oder? Durch den Gemeinschaftsraum. Nee, das ist ja schon im Turm. Schon, du gehst ja vorher schon Treppen hoch. Ja, okay. Okay. Aber ja, okay. Frage 17. Welchen Schwur leistet Snape, um Draco zu unterstützen? Lukas? Den unbrechbaren Schwur. Richtig. Ich hätte mich einfach trauen sollen. Ich wusste nicht, ob der unbrechbar oder... Ach, Mann. Ich hätte genau das gesagt, aber ich bin einfach lost. Okay. Schade. Gut, Frage 18. Wer zieht das Schwert von Gryffindor aus dem Hut? Patrick? Neville Longbottom. Ja. Das ist die eine richtige Antwort. Und die andere wäre natürlich... Ja, Harry natürlich auch. Hätten wir beide gezählt, oder? Hätten beide gezählt, ja. Ich habe ja nicht genauer spezifiziert. Mhm. War zu langsam. So. Oh, ich habe euch vorhin angelogen. Oh no. Wo denn? Was haben wir da gesagt? Irgendwie 2 Punkte und noch 2 Punkte als Bonus, wenn ihr die Frage, also das ist wieder eine zweigeteilte Frage und wer alles sagt, kriegt mehr Punkte. Also jetzt oder wie? Genau, Frage Nummer 19. Okay. Wer hat die Bücher geschrieben und wofür stehen die beiden Initialen? Nein. Paul? J.K. Rowling. Okay, dann. Ja, das ist zweite Tor, dass ich nicht. Ich musste überlegen. Catherine Rowland. Ja, ich habe vergessen überhaupt. Ich habe gebuzzert, weil ich dachte, ich weiß es, dann wusste ich es aber kurz nicht. Das war gerade ganz schlimm. Ja, solche Punkte muss ich absnicken, Leute. Das geht nicht anders. Ja. Stand das K? Joanne und Kathleen. Ja. Kathleen? Oh, ich dachte Catherine. Nee, Kathleen. Ich hätte nur Kate gesagt. Gut, dass ich es nicht gemacht habe. Ich hab nur ja, gut, dass ich es auch nicht gemacht habe. Wäre auch falsch gewesen. Danke, Paul. Ja, habe ich gern gemacht. Ich konnte den Leuten zeigen, ich weiß was. Auch wenn ich nur die Hälfte wusste. So, Frage 20. Worauf hat J.K. Rowling bei der Auswahl der Schauspieler bestanden? Patrick? Darauf, dass die alle aus England kommen. Oder Großbritannien? Oh, shit. Also ja. Ja. So ungefähr. Das ist ein bisschen rassistisch zwar, aber das hätte man wissen können, glaube ich. Wieso ist das rassistisch? Keine Ahnung. Sie will, dass das Geld im Lande bleibt. Ach so, okay. Es geht. Es muss authentisch bleiben.
Stell dir vor, Harry wird so mit einem amerikanischen Akzent sprechen. Oh Gott, von, nein, bitte von Adam Sandler. High School, nein, bitte nicht. Von Adam Sandler. Harry Potter bei Adam Sandler. Like, dude, Expelliarmus. So, wir kommen zur allseits beliebten Kategorie Schreibfragen. Oh, nice, da habe ich keinen Stress. Oh, ich kann entspannen, alles gut. Ja, ihr könnt entspannen, okay. Aber... Jetzt hole ich meine Punkte. Ja, mal gucken. Ja, ihr könnt mir wahrscheinlich wieder über Discord schreiben, weil sonst könnte es wieder zu knapp sein. Okay. Frage Nummer 21. Zähle die Leiter der vier Häuser von Hogwarts auf. Nachnamen reichen mir. Also die Schulsprecher von einzelnen Dingern quasi, so gesehen, oder Haussprecher. Ja, die vier Hausleiter, also die Hausleiter. Ach so. Okay, nee, dann weiß ich, was du meinst. Ich kann den Namen immer noch nicht schreiben. Das hat sich ja vielleicht zur letzten Woche im letzten Mal nicht geändert. Ach, Mann. Ach, du meine Güte, wer ist denn? Ja, ich kenne nur zwei. Ja, Dito. Also, glaube ich zumindest. Ich rate bei den anderen mal. Ich muss einen raten. Ich muss zwei raten, glaube ich. Wir haben es beim letzten Mal bestimmt sogar gesprochen, wer welches Haus. Das kann sogar sein. Das heißt, aber hier wird auch das Erinnerungsvermögen getestet. Oh, was weiß ich. Hat jemand einen Tipp zu Ravenclaw? Was zahlst du? Nix. Also ein wenig. Boah, ich weiß es echt nicht. Mir muss jetzt erstmal noch ein vierter Lehrer einfallen. Also von Lukas habe ich es schon seit einer Minute. Ja, gut, dann mache ich jetzt einfach mal. Keine Ahnung, ob man den so schreibt. Jetzt habe ich, von Paul habe ich im Wasser was stehen. Patrick hat mir jetzt auch was geschrieben, fehlt nur noch Manisan. Ja, okay. Ich überlege noch, aber dann sind wir durch, dann passt. Weil ich ewig überlege. So, Paul hat geschrieben, das da. Uni geil. Ja, keine Ahnung. Ich muss dir überlegen, wie die heißt überhaupt. Ich vergesse die jedes Patrick. Mal. Nein, wusstest du drei safe, Lukas? Das sage ich dir, wenn es richtig ist. Oh, drei. Okay, du hast... Ich glaube, du hast die gleichen, wenn ich mich richtig erinnere. Also ich bin mir eigentlich zu 90% sicher, dass die richtig sind. Ich weiß gar nicht, wer Flitwick ist, ehrlich gesagt. Der Kleine. Ach, das ist der Kleine? Ja. Der so schön den Weihnachtsbaum dekoriert in dem einen Film. Wo er so mit dem Zauberstab das so hoch macht, oder? Oh, nee, bitte. So. Ach, Mann, nur mal hier hole ich meine Punkte. Snape, McGonagall, Madame Hooch und Professor Sprout. Ja. Ja, nö. Ah, ja. Aber nicht schlecht, oder? Madame Hooch kann gar nichts. Die ist nur fürs Fliegen zuständig. Ja, was kann der Zwerg? Ja, der Zwerg ist laut Gerüchten in seinen jungen Jahren ein ausgezeichneter Duellant gewesen. Und der freut sich cool nach dem hier Feuerwerk. Ja, stimmt. Das ist seine Fähigkeit. Der Schauspieler hat übrigens auch gewechselt. Lol. Während dem Film, oder wie? Während eines Films. Der ist aus der Szene rausgelaufen und dann kam ein anderer wieder rein. Naja, das gab's schon. Beispiel Heath Ledgers letzter Film. Okay. Da wurde das gemacht, der wurde ja durch drei andere ersetzt. Läuft bei dem. Egal. Ja, nein. Weil der während der Dreharbeiten gestorben ist. Also Flitwick stimmt, dann stimmen alle. Achso, ja gut, keine Ahnung. Ich kenne die halt nicht, was soll ich sagen? Ich kenne das alles nicht. Ich dachte, er hat Scheiße gebaut oder so. Ist auch der Einzige, der, soweit ich weiß, postum den Oscar bekommen hat. Okay, na, das ist krass. Also Ehrungen haben schon viele... Läuft bei ihm, ne, Paul? Wir kommen vom Thema. Entschuldigung. McGonagall, Snape, Flitwick, Sprout. Das sieht nach Punkten aus. McGonagall, ja. Flitwick, Snape und Sprout sieht auch nach Punkten aus. Und Snape, McGonagall, Sprout und Flitwick sieht auch nach Punkten aus. Ihr hättet, by the way, auch Slughorn nehmen können. Der das hatte ich überlegt, Teil tatsächlich. Hat er die Leitung von Slytherin übernommen, weil Snape ja Schulleiter geworden ist. Ist Flitwick, Ravenclaw und Sprout Hufflepuff? Ja. Hätte ich jetzt auch geschätzt. Alles klar. Jo, belastend. Oh. War. Ich dachte erst, diese Schulsprecher. Guter Versuch, toll.
Ja, also, ich finde, man sieht, dass ich viel wusste, aber halt nicht genug. Ja, viel. So, Frage 22. Zähle die Gründer von Hogwarts auf. Diesmal hätte ich auch gerne den Vornamen, weil Nachnamen sind etwas lame. Können wir die italienischen nehmen? Was für italienische? Oscar Tasso, Rosso. Kennt ihr das? Oh, das ist so dumm. Nicht, dass ich wüsste. Wüsste ich auch nicht. Das ist, also, ist auf Anhieb. Von Cult Mirror, so eine Zeitschriftpatzer damals, die es gab. Und da hat jemand mal einfach die italienischen Namen genommen. Das war irgendwie Salazar, Sepeverde oder so. Lol. Dankeschön. Das war's mal. Ja, okay. Aber Patrick weiß. Patrick, Paul weiß bestimmt die anderen Vornamen. Ja, stimmt! Kannst du dich nochmal dreimal versprechen, bitte? Also warte. Gryffindoro, Tasso Rosso und Tasso Rosso? Was? Tasso Rosso, glaube ich, heißt eins auf Italienisch, aber. Und der andere heißt Pesto Genovese? Oder? Ja. Es tut mir leid für die eine Schreibweise potenziell. Ich weiß auch welche. Ja, ich weiß auch welche. Ja, ich bin durch. Jetzt bin ich mal gespannt auf die Schreibweisen. Ja. Ich bin auch gespannt, weil da wisst ihr vermutlich mehr. Also erstmal Paul, damit ihr euch schon mal bekecken könnt in der Zeit. Oh, okay. Hä? Okay. Georg. Ja, keine Ahnung. Ralf, okay, Ralf stark. Und Ravenclaw. Ja, keine Ahnung. Alter, Claw. Ach, Leute. Ja, aber ich hab das doch eben gesagt und du hast es trotzdem falsch aufgeschrieben. Was denn? Salazar heißt er. Lol. Das hab ich gar nicht gemerkt. Ja, gut, ich wusste, dass die anderen falsch sind. Salazar? Salazar ist Leverkusen. Der heißt Salazar, ja. Wieso wisst ihr sowas? Wie die genannt? Bei dem Vornamen von der Ravenclaw. Oh, ich bin gespannt, ob ich das richtig verstanden habe. Ja, ich weiß nicht, wie man die schreibt, aber die heißt halt Rowena. Also wie die halt genannt. Aber es kann auch mit B sein und das ist nur ein stummes B oder so. Ja, ich glaube, du hast recht, Patrick. Ja, ich war auch am Schwanken, ob das mit V oder mit B. Vielleicht ist es auch hier eher englischer Name, weil, okay, machen wir mal die einfachen. Salazar, Slytherin, Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff und Rowena, nicht Rubina. Oh. Aber ich weiß gar nicht, heißt die im Englischen so? Weil ich sehe es mehrfach, sowohl bei Mani als auch bei Lukas und bei Patrick ist ja auch im Prinzip fast eine Rowena. Wie wird die denn theoretisch geschrieben? Also. So. Ach du Scheiße, wer soll denn darauf kommen? Ja, gut. Nee, das ist die Frage, was man da jetzt. Ich würde Patrick den Punkt geben. Mir nicht. Boah, ich weiß nicht. Ich würde den. Ja, Patrick allen ist näher dran. Aber. Also ja, ich genau, bin ehrlich. Weil ich meine, also wir wüssten, wie man es aussprechen würde, ja, wenn wir den Film also ich vor uns ehrlich, haben. Ich hätte den jetzt tatsächlich euch dreien tatsächlich in dem Punkt. Hätte ich auch gesagt. Hätte ich leider auch gesagt. Barmherzige. Ich bin heute großzügig der Barmherzige, ja. Ja, bei mir bist du nicht großzügig. Ralf Ravenclaw und so. Lass mich überlegen. Sala, Georg, Harry und Ralf, Ravenclore. Aber ich wusste, das ist der Claw. Ich dachte, das ist immer Ravenclaw, dachte ich wirklich. Okay, egal. Alter. Ja. Boah, aber immerhin hast du die Alliterationen hast du eingebaut. Ja, das habe ich mir gedacht, dass es schon so ist. Mit dem Salah Sliverin und so. Wer weiß, vielleicht gebe ich dir einen halben Fantasiepunkt. Ich muss einen neuen Rache-Trailer machen, dann nach dem zweiten Teil, glaube ich. Frage 23. Zähle die vier in Hogwarts erlaubten Haustiere auf. Vier. Was sagt nochmal bitte? Zähle die vier in Hogwarts erlaubten Haustiere auf. Easy. Safe, Leute. Die habe ich 100%. Wäre so bitter, wenn ich die nicht hätte. Die vier? Vier, ja. Okay.
Krache. Okay. So, wir haben... Schon mal ein gutes Gefühl, was ich habe. Und wenn du alle die Punkte bekommst, natürlich auch nicht. Ja doch, aber es sieht am Ende schon besser aus. Außerdem gibt es ja wieder die Bewertung. Da musst du mies überbieten. Ach stimmt, ja. Das, ich muss die Punkte brauche dafür. So, wir haben Ratte, Katze, Kröte, Eule bei Paul. Wir haben Katzen, Eulen, Kröten, Ratten. Wir haben Eulen, Katzen, Kröten und Ratten. Und wir haben Eulen, Kröten, Katzen und Ratten. Das sieht doch gut aus. Das ist schön, dass wir unterschiedliche Reihenfolgen hingeschrieben haben. Ja, ihr habt also nicht voneinander abgeschrieben. Das freut mein Herz. Ach, nee, wir haben so einen zweiten Discord-Channel ohne dich mehr, da schreiben wir die Antworten rein. Ich warte ja, mal wir trotzdem uns jedes ab, Mal falsch. Dass wir uns nicht blamieren. Ja, damit nur ich mich blamiere dann im Stream. Es hat niemand Minimax hingeschrieben. Ah, schade. Ist Ratte offiziell. Wieder in den Bastardscheunen, du bist wieder rausgeflogen. Ist Ratte so ein offizielles Ding oder ist da eine Ausnahme gemacht für die armen Weasleys, weil die sich nichts anderes leisten konnten? Hat auch Wurmschwanz gezählt? Steht im okay. Tatsächlich. Ich hätte gern Wurmschwanz geantwortet. Ja, du bist wieder da, Lukas. So, Frage 24. Jo. Zähle alle in den Büchern erwähnten Magier auf, die ein Animagus sind. Das sind insgesamt 5 Stück. Ja, wow. Mit Vor- und Nachnamen, oder? Ja, bei manchen, wo es nicht eindeutig ist, ja. Kann mich nur bei mir an, einfach ohne Witz. Wie viele waren es? Bei denen, wo du es, wo es auch, wo der Nachname schon eindeutig ist, dann nicht, aber. 5. Das sind 5. Okay, ich bin bei 4. Alter, ich weiß nicht mehr, ob ich richtig, was ich schreibe. Warte mal, was fehlt mir jetzt hier noch? Das Problem ist halt, Filmen werden nur 4 erwähnt. Das ist frech. Ja, das ist frech, aber wir wollten dann schon alle haben. Ich glaube, ich schreibe sowieso. Ich habe nur einen, glaube ich, richtig und ich habe 3 hingeschrieben schon, aber ich glaube, die anderen sind eh falsch. Moment, der eine wird nicht im Film erwähnt. Ah, ja, wobei, ja, könnte mein erster sein. Ich bin mir da aber gerade nicht sicher, ob das nicht irgendwie so randlich vorkommt. Und ob ich jemanden habe, der nicht zählt. Ich kann noch nicht drüber reden, ich brauche noch eine Antwort. Ja, okay. Die von Lukas. Ja, warte, ich überlege noch, wer der 5. sein könnte. Paul korrigiert noch lustig rum in seinem Buzzer. Ja. Ja, keine Ahnung, ich glaube, die stimmen alle nicht, aber. Ja, egal. Wie lange Zeit gibst du mir zum Überlegen? So lange, wie Paul sagt, dass er fertig ist. Ja, ich schreibe es auch Spaß noch einfach einen hin. Ja, einfach so. Das ist noch kompletter Quatsch dann am Schluss, zwar weiß ich eh schon alles Quatsch, aber mal den noch dazu. Okay, ich bin fertig. Ich komme nicht auf den 5, keine Ahnung. Kam nicht auf den 2. So, wir haben Paul. Oh Gott. Ja, wir haben Lukas. Wer ist denn Wesley? Ja, ich meine Wesley, keine Ahnung, wie man die schreibt. Wesley Snyder war doch. Welchen cool. Von denen? Ja, die eine kann sich verwandeln von dem Weasley da doch. Die verheiratet ist. Was? Oder ist die Frau von dem nur? Ich glaube, die. Ja, ich weiß es doch nicht. Mehr. Guck mal, Remus Lupin habe ich gewusst, aber habe ich falsch geschrieben. Lupin ist kein Animagus. Sicher? Ich dachte, der wäre ein Ungewollter halt. Er ist ein Werwolf. Er muss sich verwandeln. Er kann sich nicht. Und dann wird es nicht als Animagus gezählt. Nein, gut, das ist natürlich kritisch. Hätten wir beide auch mal länger überlegt, hätte ich auch noch mehr Zeit gehabt. Also Lupin, weil es Werwolf ist, zählt es nicht, oder wie? Ja. Okay, I see. Ich ja, okay, dann fehlt mir wohl einer. Das war mir übrigens der Patronuslehrer, war das bei mir übrigens. Absolut. Chat cool. Weiß mehr. Der hat es mal rausgeguckt. Das wollten wir hören. Wer hat es gewusst im Chat? Wer hat es gewusst im Chat? Ach. Okay. Nicht schlecht, Alka. Alka hat's gewusst. Stark. Ich mach den Chat doch wieder auf, ja. Mal hier links. Okay, krass. Ach, in was verwandeln die sich? Mit den anderen habt ihr aber recht. Die ist ein Vogel, oder? Wurmschwanz ist einer, James Potter ist einer und McGonagall auch. Ja, da habe ich aber 2 Stück gewusst, auch gar nicht so schlecht.
Stimmt. Eigentlich drei mit Patronuslehrer. Ah ne, Patronuslehrer zählt ja nicht, der war ja krank. Ich bin da. Ja, knapp. Aber ist, ich bin zufrieden. Es war nicht komplett blamabel. Mhm. Doch. Außer Wesley. Ja, guck mal, das Ding ist, ich kann mir gar nicht merken, wie man die ganzen Leute schreibt, obwohl ich schon tausendmal gelesen habe jetzt. Wer verwandelt sich mit Hilfe des Viehsaft-Tranks in einen Harry am Beginn des siebten Teils mit sechs Personen? Es ist leichter, als man denkt. Ja. Chillig. Schreibe ich das so? Brauchst du die Vornamen? Ja, wenn es nicht eindeutig ist. Ah. Oh. Also gerade war es ja eben auch wichtig, weil James Potter, nur Potter hätte ja nicht gereicht. Oder nur Black. Der Charakter muss halt eindeutig... Ich überlege gerade, wer da alles in dem Raum drin war. Mad-Eye Moody. 14 Leute. Oh. Mad-Eye Moody hat sich vor... Wer ist denn da jetzt noch? Harry war auch dabei. Leute waren's, wie Harry Leute hat sich in Harry verwandelt. Richtig smart. Five hat einfach Voldemort gedisst, aber das war ein Todesser, ne? Mille, wie viele Leute waren's? Sechs Stück, das steht auch sechs? In der Frage. Ich glaube, ich werde es nicht beantworten können. Ja, ich muss immer hin und her swipen, dann frage ich lieber so nach. Ich glaube, ich habe... Okay. Halt. Oh shit, oder ist das der andere? Frage stelle ich mir auch, Patrick. Ja, Patrick, du musst dich entscheiden. Ja, oh nein. Ah, oh, Mann. Von Lukas habe ich schon. Also 3, 4, 5, 6. Okay. Okay. Das ist bestimmt keine gute Idee, die ursprüngliche Antwort abzuändern, aber ich mach's trotzdem. Ja, mir fallen nicht mal was Dummes ein, leider. Okay, also Paul ist fertig. Ja, fertig. Für welchen hast du dich entschieden? Ich habe mich für Charlie entschieden. Hätte nichts genutzt, das ist so und so falsch, Patrick. Ich war am Schwanken zwischen Fred und George. Hat er sich. Ah, stimmt. Die fliegen ja wahrscheinlich zusammen. Beide? Das waren beide. Ich weiß nicht, ob es beide waren. Doch, die sagen doch dann, we look identical. Ja. Ich meine, es waren beide. Okay, dann habe ich einen falsch. Das ist Lukas. Ja, ich habe auch welche falsch dann. Tonks, verwandelt die sich? Haben sie Hermine und Ron verwandelt? Nee, eigentlich nicht. Dann haben wir Patrick. Mandangus. Ah, Mandangus, verwandelt der sich? Ist der eine Händler, ja, der haut doch dann ab. Ah, und deswegen stirbt doch Moody. Das da, aber den hatte ich nicht. Hätte einfach ja, für Charlie entschieden? Das muss ich habe mich für Charlie statt Bill entschieden. Ja, ja, aber es macht ja keinen Unterschied dann. Es macht keinen Unterschied. Aber es muss schon seine Richtigkeit hier haben. So, und dann haben wir diese Antwort von Marnie. Fleur de la Cour. Fred und George, Hermine, Fleur, Ron und Mandangus Fletcher. Das sieht nach Punkten sieht für Marnie aus. Stark. Stark. Das ist schwierig. Fuck Marnie. Ich dachte, dass Mandangus sich nicht verwandelt, sondern so ein Beiflieger ist. Ist Mandangus dieser komische Händler? Nee, aber nicht der dann abgehauen. Ja, der Kleine mit der Kette. Ja, okay. Und so. Ich hatte erst an Flitwick gedacht, deswegen habe ich den reingeschrieben. das Weasley hast du mit Absicht so geschrieben, oder? Ja, also ich darf ja nicht mehr anders schreiben. Ich freue mich, Wesley, ich habe mich Ärger bekommen. Ich schreibe, wie man spricht, einfach alles ab jetzt aus. Weasleys. Ja, Fleur de la Cour. Boah, aber die Weasley ist schon ziemlich am Carrying, muss man sagen. So. Übel, ohne Weasleys wäre einfach ganz so. Fehl. Paul, brauchst du jetzt deine Pinkelpause? Eigentlich gerade nicht. Ich weiß nicht, ob jemand anders braucht, aber eigentlich geht's gerade. Nö. Ja, wir können auch ganz kurz einen Break machen für so eine Minute. Egal, müsst ihr sagen. 20 Sekunden. Okay, ja, dann gehe ich auch kurz was safe in das. Bis gleich. Oh, bis gleich.
Ja, jetzt geht es dann nämlich wieder weiter mit Buzzer-Fragen. 10 Stück, dann haben wir noch wieder 5 ABCD-Fragen, 5 Schätzfragen und dann zum Schluss nochmal 5 Buzzer-Fragen. Nein, Schätzfragen bin ich immer schon. Ja, wobei Schätzfragen sind immer schwierig. Ja, deswegen. Wobei diesmal haben wir wieder Dinge gezählt. Mal gucken, ob wir uns da verzählt haben. Beschwerden dann an Maxi und mich am Ende vom Tag. Weil diesmal war es nicht ein Frame, in dem wir gezählt haben, sondern es waren ein paar mehr Frames, die wir bemüht haben. Oh, ich war nie weg. Patrick schon wieder da oder Patrick noch weg? Ich bin wieder da. Okay. Ich habe mich so beeilt, dass ich sogar mit dem Kopf schon durch die Tür bin, ohne die Klinke gezündet zu haben. Nice. Nein, mal gehandicapt jetzt. Nein, du bist nicht mehr im Wasser. Nice. Läuft. So, ich, jetzt? Ja, ich sehe dich wieder. Wasser ist resettet. Kommen dann, jetzt noch Buzzer-Fragen, oder wie? Jetzt kommen 10 Buzzer-Fragen. Oh, okay, dann... So, da bin ich auch bereit. Wer ist auf Harrys erster Schokofroschkarte abgebildet? Patrick. Dumbledore. Korrekt. Ich weiß sowas wenigstens, aber ich weiß es nicht. Das kann ich buzzern. Du kannst nicht buzzern, oder du bist zu langsam? Nein, ich bin zu langsam. So, Frage 27. Wo versteckt Dumbledore den Stein der Auferstehung für Harry? Patrick? Im goldenen Schnatz, den Harry bei seinem ersten Quidditch-Win mit dem Mund gefangen hat. Ja. Sonst hätte ich nachgefragt. Okay. Hat sie mir aber nicht gebuzzert. Frage 28. Wer holt die letzten Punkte im ersten Schuljahr für Gryffindor für den Hauspokal? Patrick. Neville Longbottom. Richtig. Ich kann so schnell gar nicht nachdenken, wie er buzzert. Weil es noch schwieriger ist, sich seinen Freunden in den Weg zu stellen, als seinen Feinden. Er ist richtig am Flexen einfach. Es sagt aber was von Mut eigentlich. Aber war ja, nah dran. Frage 29. Wer verrät die Potters an Voldemort? Patrick? Peter Pettigrew. Richtig. Hat Wurmschwanz gezählt? Ja. Okay. Frage Nummer 30. Was war Alastor Mad-Eyes Moodys früherer Beruf? Lukas? Horror. Richtig. Heißt Alistair, nicht Alastor. Ja. Ich auch. Alastor, ich so. Sorry. Ich war nämlich schon drüben und wollte es reinkopieren und musste dann nochmal zurückspringen und habe mich nicht mehr an die Frage genau erinnert, deswegen sorry dafür. Egal. Frage 31. Wie wollen Fred und George die Alterslinie passieren und was geschieht dann? Patrick? Sie trinken einen älter werden Trank und wenn sie dann reinspringen, passiert es, dass ihnen weiße Haare und ein weißer Bart wächst und die noch viel älter werden als geplant. Ja. Ja, kann man es erzählen lassen. Der heißt Alterungstrunk. Ja. Aber Dumbledore lässt sich durch sowas nicht verarschen. Das wäre die Antwort gewesen. Ja, das wäre die Antwort gewesen. Hättest du Punkte dafür bekommen, wenn du das gesagt hättest. Dann weiß ich nächstes Mal. Frage Nummer 32. Was sagt Kingsley zu Fudge über Dumbledore direkt nach seiner Flucht? Patrick? Dumbledore's got style. Also, er hat echt Stil. Ja, ja, Mann. Dann ist Kingsley der Afroamerikaner, oder? Ja, genau. Der afroamerikanische Brite. Ja, genau, genau. Ja, aber ich hätte jetzt gar nicht den Namen gekannt, aber dann weiß ich, welcher das ist, weil das ist echt cool, ist die Szene. Ja, deswegen haben wir uns gedacht, die bringen wir doch mal rein. Frage Nummer 33. Was ist eigentlich ein Horcrux? Paul? Ein Gegenstand, wo ein Teil von einem, die Seele von einem Teil davon drin ist. Und wo der, ja, kann man so zählen lassen. Ach geil, ich habe einen Punkt. Drei Punkte. Kann man noch ein bisschen genauer ausführen. Ja, ich wollte es als ein Teil von Voldemort drin ist, dass seine Seele gesplittert erzählen, aber eigentlich ist ja ein Horcrux nur das Ding, wo die Seele halt drin ist.
Teil davon. Genau. Ja. Ein okay. Teil, in dem ein Gegenstand, in dem ein schwarzer Magier einen Teil seiner Seele verbirgt, um sie vor Angriffen zu schützen, sodass er nicht sterben kann, sollte ein Angreifer den Körper zerstören. Das wollte ich eigentlich sagen, ich habe nur... Das ist das mehr ist... oder weniger die Erklärung von Slughorn. Aber, okay. Ja. Sieben Kreise. Ach, schön. So, Frage Nummer 34. Was bewirkt Felix Felicis? Manisan? Wer Glück hat. Man hat Glück. Richtig. Ah, ich wollte gerade sagen, man denkt, man hat Glück, aber das war ja nur, weil er es halt nicht getrunken hat oder in Möglichkeit er dachte, nur er hätte es getrunken. Kann sein? Im Placebo-Effekt. Ach so, ja. Ihr werdet lachen, die Frage wollte ich schon bringen. Wir haben ja auch einen Frage. Aber Maxi war irgendwie nicht so ein Fan davon. Danke, Maxi. Bildungsauftrag und so. Darauf scheißen wir. Sehr gut. Frage Nummer 35. Wie kommt man ins Zaubereiministerium als Angestellter und Besucher? Patrick? Durch eine Telefonzelle. Kommt da noch was? Fährt man nach unten, wenn man den Hörer abnimmt vielleicht? Ja gut, dann gebe ich wieder frei. Ach komm. Ich möchte dich hören als Angestellter und Besucher. Das sind unterschiedliche Wege. Ich gebe wieder frei in 3, 2, 1. Manisan? Also als Besucher über die Zelle und als Angestellter über eine Toilette. Ja, das ist richtig. Aber kommt man nicht mit dem Portschlüssel da auch durchkommen? Hätte mit Flohpulver kann man auch rein, oder? Flohpulver kommt man auch rein. Hätte stimmt. Das gezählt, wenn ich es gesagt hätte? Also ja, ich hätte aber Portschlüssel gesagt. Da musst du über den Besuchereingang reingehen als Besucher eigentlich. Ja, nee, ich wollte schon sagen Telefonzelle und halt Portschlüssel wollte ich aber sagen, aber es hat wahrscheinlich nicht gezählt, weil das halt Flohpulver ist. Okay. Ja, eigentlich kein offizieller Weg. Okay, ja. Ich wusste aber nicht, dass da ein Unterschied, ich dachte, es wären nur verschiedene Eingänge. Ich wusste nicht, dass da einen Unterschied gibt zwischen Angestellte und Besucher. Ja doch, das eine ist, das ist der Besuchereingang. Logischerweise gehst du als Besucher durch den Besuchereingang und nicht... Ja, das macht Sinn. Wo kommen wir denn da hin? Ich dachte kurz, die Wand, wo die nach, also wo Hagrid durchgeht mit Harry. Aber das war, glaube ich, zur Winkelgasse, ne? War das die Winkelgasse? So, ABCD-Fragen. Ihr braucht jetzt den Buzzer erstmal wieder nicht mehr. Oh, ABCD. Ah, wobei, gut. Das können wir auch im Buzzer eingeben, oder? Bei ABCD. Ja. Genau, ja. Buzzer eingeben, aber ihr müsst nicht buzzern. Ja, genau. So, Frage 36. Wie erholt man sich von einem Dementorenangriff? Und die vier Dinge sind... Ich muss sie hochkopieren. Ich hoffe, das ist eine richtige Antwort. Drogen und Partys, Aufmunterungszauber, Zitronen-Brausebonbons oder Schokolade. Ja gut, dann bleibe ich mal. Kann man auch die Antwort einfach reinschreiben oder muss man den Buchstaben, ist egal wahrscheinlich. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Aber ich sehe viermal, ich sehe dreimal D und bei Paul steht Schokolade. Ich hatte aber schon reingeschrieben, bevor die Antwortmöglichkeiten waren, weil Lupin hat eben die Schokolade. Aber du warst da nicht allein. Ah, okay. Haben alle schon D reingeschrieben davor? Nein, aber Schokolade oder Schoki habe ich schon gesehen. Schoki, ja. In Form mit Schoki. Ja, es war eine leichte zum Reinkommen. ABCD-Fragen bin ich stark. So. Wie heißt der andere Junge, auf den sich die Prophezeiung hätte beziehen können? So, bin im falschen Doc gescrollt natürlich. So, Neville Longbottom, Ron Weasley, Seamus Finnegan oder Dean Thomas? Fehlt nur noch Paul, die anderen haben sich schon entschieden. Okay. Lastend. Paul bietet C, die anderen sagen alle A. Eieiei. Wenn ihr euch erinnert, das hatten wir beim letzten Mal sogar als Frage, wenn ich mich nicht täusche. Das ist natürlich Neville Longbottom. Wieso denke ich an den Finnegan dabei?
Das weiß ich nicht. Ich auch nicht. Okay. So wie ich gerade eben noch stolz auf die ABCD-Fragen gewesen, jetzt ist alles vorbei. Ist aber irgendwie eine Namensfrage, wobei ich keine Namensfrage eigentlich. Nicht so richtig. Wo kam das vor, dass es auch ihn hätte betreffen können? Weiß ich gar nicht so genau. Oder so? Welcher Zauberspruch wurde in den Filmen denn am häufigsten gesprochen? Ja, kommt zumindest ein paar Mal vor. Avada Kedavra. Stupor. Expecto Patronum. Oder Expelliarmus. Soll ich jetzt das lassen, was ich am Anfang an schon geschrieben habe? Das weiß ich nicht. Boah, das eine, das ist gar nicht so leicht, finde ich. Ich bleib bei dem. Ich habe vom Gefühl direkt einen von den vier geschrieben, den lasse ich jetzt einfach drin. Weil den habe ich. Ja, ich auch. Vom Gefühl habe ich den 1000 Mal gehört. Okay. Patrick und Lukas sagen Expelliarmus, Manisan sagt Expecto Patronum und Paul sagt Stupor. Expecto Patronum kommt auch einige Mal vor. Das ja, weil die das so oft üben. Also ja, irgendwie übt das aber, ja richtig oft und ja, dann üben so die das ja nochmal in der bei der Dumbledores Armee und deswegen dachte ich. Ja, es wird aber tatsächlich nicht so oft ausgesprochen. Es ist tatsächlich am meisten Stupor. Ja, auch bei den Kämpfen später. Bei den Kämpfen tun die ganze Zeit Stupor, die ganze Zeit bei den Kämpfen einfach. Die ganze Zeit. Ich hab trotzdem gedacht, das ist. Okay, krass. Ich dachte, Stupor wäre am wenigsten sogar. Nee, Stupor. Hab ich gefühlt nie gehört. Aber Expecto Patronum war gut im Nachhinein. Ich dachte Expelliarmus, weil Neville übt es ja so unter dem Tisch. Allein da sagt er das doch schon dreimal, oder nicht? So geflüstert. Ja, aber Expecto Patronum sagt doch Harry auf einmal, wo sagt so Expecto Patronum, Expecto, wo das du dreimal und immer lauter schreibst, bis dann so ein fetter Expecto Patronum einmal rauskommt. Du bist was auf der Spur, Patrick, weil das zählt tatsächlich. Haben wir nicht, glaube ich, mit reingezählt. Aha. Wir haben da ein Video angeguckt, Successful Casted Ones. Ach so. Aber dann könnte auch Zivi interessanter werden. Aber tatsächlich sagen, ist ja meine Patronum ja auch interessant. Gesprochen. Ja gut, aber das schätze ich super, Leute. Ihr könnt mir das nicht in einem Punkt, den ich habe, absprechen hier. Hör mal auf mit sowas. Den kriegst du geschenkt. Ich habe ja auch extra jetzt nur die geschrieben, die halt durchgegangen sind. Dreimal Expelliarmus wird es nicht reichen für Stupor. Ja, außerdem, wenn der das ist ja kein Zauberspruch, wenn der nicht funktioniert, dann hat er nur was ausgesprochen, aber das ist ja noch nicht der Zauberspruch dann quasi. So kann man argumentieren und so haben wir die Fragen ja auch gemeint, tatsächlich. Okay. Paul hat uns Gedanken gelesen. Habe ich die bekommen, die Punkte schon? Bin ich echt nur bei 16 trotzdem? Ja, aber hast du schon mehr als letztes Mal, oder? Ich weiß nicht, ich hatte das Mal, glaube ich, mehr als 16. So, wie lautet der Mädchenname von Petunia und Lilly? Avada Kedavra. Warte mal. Evans, Prince, Bones oder Vance? Ja. Da bin ich mir auch nicht sicher. Jetzt lügst du aber, Patrick. Nee, ich bin mir wirklich nicht sicher. Ich habe da zwei. Ich weiß es gar nicht. Die ich ins Auge fasse. So, wollt ihr nochmal ändern? Keine Ahnung. Gut, dann seid euch alle einig. Evans. Lol. Okay. Punkte für alle. Glück gehabt. Ich war irgendwie auch bei Prince. Keine ich Ahnung. Ich war auch Prince. Ich habe eigentlich alles außer Bones genommen. Aber das ist Bones von Snape. Ist das von Snape? Hieß Snape. Bei dem irgendwie? Also Prince ist Snape, Snapes Mutter gewesen. Bones ist klar, Susan Bones und Vance ist Evelyn Vance. Das war eine aus dem Orden des Phönix und da die wurde ermordet und vielleicht sogar von Voldemort höchst selbst. Okay. Ja, welche Ehre. Welche Ehre. Ja, hat man noch viel von dann. So, Frage 40. Was steht auf der Uhr der Weasleys ganz oben? Kommt das im Buch oder im Film vor? Die ist im Film zu sehen. Man sieht die im Film auf jeden Fall. So, ein paar Frames vielleicht. Weil da gibt es für jeden einen Zeiger und die zeigt quasi an, wo die Leute jeweils sind. Und die Frage ist, was steht ganz oben? Bei der Arbeit, zu Hause, unterwegs oder in Lebensgefahr? Nehmt einfach den, weil dann hättet ihr niemals euch einfallen lassen. Das ist mein Guess jetzt. Was ist, wenn ich dir sage, dass es die vielleicht alle gibt und
Dann Rowling hat sich einfach lassen. Dann ist natürlich belastend. Was waren die Antwortmöglichkeiten? Kannst du nochmal sagen? Bei der Arbeit, zu Hause, unterwegs, in Lebensgefahr. Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Antwort am wahrscheinlichsten richtig ist. Und zwar mit 25% Wahrscheinlichkeit. Oh, ich sehe gerade das Weasel. Vielen Dank für deinen 7. Monat. Ehre geht raus. Genau. Vielen, vielen Dank. Oh. Wir haben 2x B, 3x B von Patrick, Lukas und Mani. Und wir haben Punkte für Paul, der sagt, in Lebensgefahr steht ganz oben. Was? Ich habe das noch korrigiert. Krass. Ja, ich habe diese Szene im Kopf, wo man die Bildchen von denen in dem Zeiger sieht, die gerade so ein bisschen rumschlagen. Und ich dachte, die würden nach oben, also die wären nach Hause gekommen und deswegen geht der nach das oben. Das habe ich auch gedacht. Ja, aber das ist so nochmal geändert. Wahrscheinlich. Genau, ja, richtig. Und ich dachte mir, ganz oben stand in Lebensgefahr, habe ich mir auch gedacht bei der Szene. Ja, wer schreibt denn auf seine Uhr in Lebensgefahr? Ja, und dann geht da so ein Zeiger drauf und dann hast du übelst Stress. Ja, aber dann wissen die wenigstens Bescheid. Ja, toll. Ja. Das will ich lieber nicht wissen. Dann fragen die einfach ihren. Was war dieses Ding? Dann tun die einfach ihr Ding schütteln, wo die dann sehen, dass die was vergessen haben, aber wissen nicht, was die vergessen haben. Was, wie hieß das Teil? Ja. Erinner mich. So richtig nutzlos. So, Schätzfragen. Schätzfragen sind auch gut. Das wird spannend. Wie viele Schlangen sind auf dem Eingang zur Kammer des Schreckens zu sehen? Und ich meine diese Tür da, durch die Harry durchgeht. Nicht irgendwie das Klo oder sonst noch was. Wie viele Schlangen sind da insgesamt drauf? Ah. Moment, wenn die Tür aktiviert ist? Alle, die zu sehen sind. Ja, das ist jetzt ja die Frage. Ja, ja, okay. Also insgesamt, wo man weiß. Ja, also, okay. Zähl die mal lieber dazu. Was? Ich weiß, was Patrick meint und er soll das mal lieber dazu zählen. Oh, scheiße. Dadurch verkacke ich es jetzt wahrscheinlich. Dann bin ich mir jetzt echt unsicher. Ja, wenn ihr euch die Szene nochmal ausmalt, zählt jede Schlange dazu, die da auftaucht. Immer wenn ich Harry Potter Marathon mache, vom ersten bis zum siebten, zweiten Teil, tue ich immer Kammer des Schreckens auslassen, weil ich den Film hasse. Ich hasse ja, diesen Teil. Das ist der längste Film, glaube ich, von der Spiellänge. Ich weiß nicht, aber ich mag den Teil einfach deswegen nicht. Deswegen zieht er sich, finde ich, ein bisschen. Ich mag den einfach nicht, den Film. Ich mag den zweiten Teil nicht. Also als Film, das Buch habe ich nicht gelesen, aber als Film mag ich den einfach nicht. Also ich habe den vielleicht zweimal gesehen, alle anderen habe ich 20-mal gesehen. Wir haben Antworten. Okay. Also. Paul bietet 6, Mani und Lukas bieten 7. Und nein! 8. Ich dachte, es sind vielleicht 7 und die 8 ist die außen rumschlängelt, wenn die Tür aktiviert wird. Aber wahrscheinlich sind es 7. 7 ist die Harry Potter-Zahl. Ja, ja. Nee, aber Patrick kriegt den Punkt. Es sind 7 und die 8, die außen rumläuft. Boah, das ist aber echt ein 50-50-Ding gewesen. Ja. Das hätten genauso gut 7 sein können. Yes, sind die auch. Aber 6 ist weit plus du eine. Ja, 6 ist nicht mal ansatzweise in der Nähe. Ich dachte, das waren nur 7 gewechselt. Ich dachte sogar, das wären 2 Schlangen, die so die Tür geöffnet haben, die so außen rumgeschlängelt sind, dachte ich sogar. Also, dann bist du trotzdem nur auf 6 gekommen. Ja, ja, ja. Ich hab nicht gewusst, wo andere Schlangen sind. Ich hab's gar nicht gewusst. Ich habe einfach nur eine Zahl, weil ich wusste, das sind mehr als die 2, wo ich dachte. Deswegen habe ich einfach eine höhere Zahl eingegeben. Ich kann mich an die Szene gar nicht richtig erinnern ansonsten. Eine Buchfrage. Wie viele Seiten haben denn alle Bücher der Hauptreihe zusammen? Oh Gott, ey. Darf ich den Taschenrechner rausholen? Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Das werdet ihr wohl im Kopf halbwegs hinkriegen. Ja, also. Der rechnet halt maximal in den 50er Schritten. Ja, ich rechne gerade. Ja, warte mal, ich muss mir das hier mal ganz kurz aufschreiben. Ich weiß halt. Jetzt Zettel und Stift meinetwegen, aber Taschenrechner, come on. Ja, gut, das ist halt eindeutig eine Schätzfrage auch bei mir. Also ich weiß gar nicht, wie lang so ein Buch ist gerade im Kopf. Irgendwas zwischen 100 und 2000 Seiten, den Tipp gebe ich euch. Wow. Mann, ich werde es bereuen, dass ich geändert habe. Ach komm, machen wir hier. So. Ich lese so selten Bücher. Waren die krass unterschiedlich dick, die Bücher, oder waren die alle ungefähr gleich dick? Also, ich weiß es nicht genau. Ich habe nur den 5. Teil mal in der Hand gehabt.
Und der war, glaube ich, ist, glaube ich, das dickste Buch. Ja. Und wie dick war der? Der war also schon gut dick eigentlich, aber ich glaube, so der erste, den hatte ich mal gesehen in der Studiotour im Shop. Der war, glaube ich, ein bisschen schmaler auf jeden Fall. Okay, red weiter. Das ist richtig, der ist schmaler als der fünfte Teil. Aber also ich kann auch überhaupt nicht einschätzen, wie viele Seiten auch die haben. Richtig, die englischen Fassungen sind dünner als die deutschen. Und wir gehen von der deutschen Zahl aus. Richtig. Deutschen. Aha. Okay. Ich bin durch, ich bin fertig. Ich weiß nicht, ob alle schon. Ich mach nochmal ganz kurz so. Okay. Schon auf die Wurzel ziehen. Nee, ich hab nochmal ein bisschen runterkorrigiert. Okay, seid ihr jetzt zufrieden? Ja, übel. Nee. Aber okay. Machen. Dann haben wir. Ach, das kann ja eigentlich auch wieder. Ach, scheiße, ich bin schon wieder im Falschen. So, Paul sagt 7123. Alter. Ein bisschen viel. Krass, das ist alles über 1000 Seiten. Ja, ich dachte halt irgendwie, dass die 800 haben. Dann dachte ich mir, aber bestimmt hatten die anderen dann mehr später. Ich meine, ich bin geschafft, die 1000. Alle anderen haben deutlich weniger. Als erster 300. Oh Mann, ich hatte erst 6200, das wäre besser gewesen. Ich habe 250 gerechnet beim ersten. Der fünfte schafft die 1000. 2856, das ist ein bisschen wenig. Mani, 4150, das ist schon nicht schlecht. Ich Lukas, 5000. Okay. Und es sind 4341, also Mani ist weniger als 200 Seiten daneben. Ich habe aber auch gerechnet gerade. Ja, du hast relativ lang gebraucht, das habe ich mir fast schon gedacht. Irgendwie so 300, nochmal 300, dann so 400. Ja, ich habe echt so, also ich weiß, die ersten so drei sind um die 500. Sind so um die 300 Seiten. Mhm. Dann der vierte springt ein bisschen und dann kommt halt der fünfte. Und der fünfte der sechste, mit 1020. Ja, da habe ich 1050 gerechnet und der sechste und siebte sind beide ungefähr, glaube ich, gleich, so zwischen 700 und 800. Ja, genau. Das ist ziemlich, ziemlich gut. Stark. Ich habe die Bücher eigentlich gelesen, deswegen keine Ahnung, wie lang die sind. Ja, dann kommt das ja noch gelohnt letztes Jahr. Pass, Paul. Wie lang sind alle 8 Harry Potter Filme zusammen? In Minuten. Oh. In Minuten? Ihr könnt es mir auch in Stunden schreiben, aber besser wäre in Minuten. Ach, du meine Güte. Benutzen. Da muss man jetzt auch wieder. Wie lange geht denn? Wer meinte vorhin, der zweite ist der längste? Ich. Da bin ich mir relativ sicher. Ich glaube tatsächlich ja, aber. Ja, das habe ich gerade halt noch nicht kommentieren wollen. Ach so. Aus naheliegenden Gründen. Okay. Boah. Hallo? Bin ich noch ein Buzzer drin schon, oder? Ja. Okay. Oh, lol. Warte mal, so. Ah. Weiß nicht, ob ich das nach der Frage nochmal 2 Minuten Pause machen. Können wir von mir aus. Passt das bei euch, ja? Ja, meinetwegen. Oh, es fehlt nur noch der, der bekommt von seiner Freundin auf den Sack, weil er die Fragen nicht weiß. Boah, ich achte halt auf sowas gar nicht. Auf sowas achte ich nicht. Ich auch nicht. Ja, ich weiß es auch echt. Aber ich merke schon, ich habe generell nicht so ein gutes, ich präg mir so Sachen generell nicht so gut ein, so was gut bei Filmfragen dann wäre. Genauso wie ich mir noch nie irgendeinen Schauspieler, ich kenne nur Kevin James eigentlich, weil es ist halt, ich ihn immer gefeiert habe bei seinem witzigen Film. Ich meine, man hat bestimmt mal so auf der die Ergebnisse. So auf der Rückseite von so einer DVD-Box hat man safe mal irgendwie was gelesen. Leute, ich habe die neben mir stehen, die DVD-Boxen nicht. Eigentlich, sehe ich gerade. Und damit die Information her. Ich dachte mir, die Filme sind relativ lang. Also ich tue meine Antwort eh nicht mehr ab. Die sind relativ lang. Wir haben tatsächlich nur Werte, die drunter sind. Oh, krass. Das heißt, der höchste gewinnt. Der höchste gewinnt. Oh. Lukas, 700 Minuten. Oh, ich habe mehr. Ich auch. Paul,
802 Minuten. Oh, ich habe mehr. Warum auch immer, Paul meinte, er musste mit 13 Stunden 22 gehen. Mann, okay, bietest du 1000? Ja. Bietest du 1100? Ja. 1200? Nein. Deswegen gehen die Punkte an Patrick. Mani 1100 Minuten, Patrick 1200 und es sind 1512. Alter, das ist so krass. Ich dachte, ich habe nur bei jedem Film mit 2 Stunden plus mal gerechnet. Ich habe immer mit 1,5 Stunden plus gerechnet. Ich dachte, die gehen 1,5 Stunden plus. Nein, nein. Ich habe genau mit 2,5 gerechnet pro Film. Alle so gute 2 bis knapp 3 Stunden. Also der kürzeste ist der längste. Der Orden des Phönix mit 138 Minuten. Das ist eigentlich schon also, Ironie, oder? Längste Buch, kürzester Film. Ja, genau, ja. Kommt, das hätte ich auch gewusst, dass der. Die Kammer des Schreckens. In der Extended Version, ja, die geht nochmal 30 Minuten länger als die Kinoversion. Ja, 30 Minuten länger, das Scheu sagen eben. Ja, 174 Minuten, also fast 3 Stunden. Das ist schon hart. Muss ich mal überlegen, fast ein Herr der Ringe. Ja. Dann der zweitlängste ist der Halbblutprinz mit 163. Dann kommt der Stein der Weisen. Das kürzeste Buch hat den drittlängsten Film mit 157 Minuten in der Extended Version und Kinofassung ist nur 5 Minuten kürzer. Und ja. Ah, Feuerkelch ist genau gleich lang. Auch 157 Minuten. Krank. Ich habe echt immer gedacht, die gehen nur knapp 2 Stunden und nicht über 2 Stunden. Das Halbblutprinz so lang ist, hätte ich nicht gedacht. Ja. Der kommt mir kurzweilig vor. Kommt auch recht wenig vor. Ja, das stimmt. Findest du? Ja, ich mag die neueren Filme irgendwie generell mehr. Das fand ich richtig gut. Buch ist best den Buch den besten. Die sind alle gut, außer Kammer des Schreckens. Nee. 4 und 6 sind kacke. Ja, 4 ist in der Tat nicht so gut. Aber 4 war hier Dings, Feuerkelch, oder? Genau. Also der Film ist kacke. So, ganz müssen wir jetzt noch Pause? Nee, ich bin wieder da. Alles gut. Okay. Okay, gut. Dann nächste. Wie viele Zauber spricht Harry im ersten Teil? Verschiedene Zauber oder insgesamt wie viele Zauber? Wie viele Zauber spricht er aus insgesamt? Okay, also wenn jetzt ein gleicher mehrfach vorkommt, dann müssen wir es auch mitzählen. Dann zählt er auch doppelt. Genau. Ja. Okay. Und einmal Liebe in den Chat für der Astra. Stimmt. Der Astra, ihr geht raus. Danke für dein Prime. Ich sehe es hier gerade. Ich habe es nur ausgestellt. Ihr geht raus. Danke nochmal an Weasel und danke an der Astra für den Support. Vielen, vielen Dank. So. Ja, ich sehe 4 Zahlen. Ja. Wir sind beim Film, ja, oder? Wir sind beim Film. Okay. Ich weiß nicht, ob ich mich komplett vertue. Lukas sagt 20. Oh, Alter. Paul sagt 7. Und Patrick und Mali scheinen es gewusst zu haben und haben beide direkt die 0 eingetippt. Und das ist korrekt. Hä? Keinen einzigen Zauber. Ja. Aber nicht vergessen, er ist ein ganz toller Zauberer. Ja. Was ist für ein schlechter Film? Ich hab's nicht mehr gemerkt. Ich dachte, ja, fliegt 7. immer schön mit dem Besen rum und das ist sein einziger Skill. Mit dem Besen rum, aber. Nicht mal Wingardium Leviosa. Aber ist mit dem Besen Ding, wenn man so aufsagt, kein Zauber quasi, oder? Nein. Okay, krass. Ich habe auch an Besenfinger, dann dachte ich, der tut auch bestimmt gegen diesen komischen Dings, gegen das komische Viech da kämpfen und so, also keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Ich dachte, das wäre zum Beispiel ein Zauberschach, aber macht der das? Der fliegt die ganze echt nur rum, ne? Und ja, den Schlüssel fahren. Und kämpft nur mit dem Schwert, oder? Das war der zweite Teil, glaube ich, oder? Nein. Das war der er toucht Leute an und so besiegt er die. Genau. Läuft bei denen. Mhm. Die haben schon wieder... Mit Liebe, Harry. Mit Liebe. So, Frage Nummer 45. Und wie viele in allen Teilen? Das ist jetzt das, was wir ein bisschen gezählt haben. Also 7 wieder. Ja, rot ist mehr gezählt. Als 0. Okay. Wer hat es gezählt? Moment, geht mal. Wollen wir es kurz machen oder soll ich im Kopf kurz alles durchgehen? Das dauert auch ein bisschen. Wenn du im Kopf kurz durchgehen kannst. Ja, easy. Ja, aber warte mal. Also habt ihr das jetzt? Dann ich aber gleich eine Begründung deiner Zahl, Patrick. Mhm. Da sehe ich mich. Aber wer hat denn das jetzt gezählt? Habt ihr die Filme nochmal angeschaut und mitgeschrieben? Es gibt ein Video im Internet, wo alle zusammengecuttet sind, alle successful casted ones. Wie lange geht das und dann haben wir nur Harry gezählt. 28 Minuten. 28 Minuten. Zum Teil auf doppelte Geschwindigkeit, das war aber vielleicht ein Fehler.
Also, wenn die Zahl nicht ganz stimmt, dann Beschwerden an Maxi und mich. Ja, warte mal. +/-2. Also es war jetzt kein Spaß und 28 Minuten. Ach so, aber das ist mit allen Zaubersprüchen, nicht nur mit Harry. Mit allen. Genau. Okay, ich wollte jetzt gerade voll die utopische Zahl reinschreiben. Ja, ich habe jetzt nämlich auch. Ich war gerade richtig kaputt als gedacht. 3000. Ja, boah, das ist halt schwierig zu sagen. Ich auf sowas. Wenn ich jetzt sage, dass der im Ersten gar keinen spricht, jetzt ist meine ganze Meinung gerade kaputt von Harry. Ich bin jetzt doch für Draco. Jetzt, eigentlich hätten wir es mit Hermine machen müssen, weil die geht richtig ab. Der da alleine schon die ersten 7 oder so. Leviosa. Dann immer beim Zelt aufschlagen. Sorry, Hexia. Protecto Muggeltrum. Das dann auch 20 Mal oder so. Okay, 4 Zahlen. Und holy shit. Die sind weit voneinander entfernt, oder was? Ich hab absolut keine Ahnung. 30. Ich auch nicht. Patrick 32, Paul 33. Was? Und dann komm ich. Und dann kommst du mit 60. What the fuck? Wie, Alter, das ist ja so schlecht. Ich dachte allein schon in den letzten Wochen noch voll. Patrick ist voll am Arsch, Alter. Das ist ja so frech. Und wir haben gezählt. Pass auf. 56. Nein. Okay, krass. Was hat der Mann? Ich hatte erst 55. Achso, ich habe 60, dann hättest 60, du gewonnen. Ja. Oh, jetzt, ja, okay. Jetzt hast du 33, das ist zu wenig. Das ist weniger, das tschüss, stimmt. Tschüss, Lukas. Warum du hast dich wieder verabschiedet. Achso, aus dem waren das alles gesprochene Zauber? Ja, also successful mit... casted. Ah, okay. Ja, gut. Krass. Ich dachte, der kann nix. Ach, Mann. Ja, im ersten zumindest noch nicht, aber dann kommt's eben. Ja, okay. Ja, weil der halt 22 Mal Stupor sagt allein schon. Ja, zum Beispiel. Im Orden des Phönix sagt er relativ viel. Auch davor, im vierten ist es einiges. Da gibt es ein Lumos ja auch im dritten Teil zum Beispiel. Ja, okay. Das sind aber auch nur so 3 oder was, aber ja. Ja, immerhin. Spectre. Ja, das läppert sich. Die ganzen Avada Kedabras noch dazu. Von Harry. Ja, vor allem von Harry. Ja. So, jetzt haben wir noch 5 Buzzer-Fragen. Ach nee. Ach nee. Können wir nicht nochmal Schätzfragen? Können wir nicht Schätzfragen draus machen? Könnte man beim ersten schon machen, bringt aber nicht viel. Okay. Weil das kann man auch einfach wissen. Du kannst gerne Schätzfrage draus machen, wie viele Punkte du da holst jetzt. Das könnte man auch machen. Also, Frage Nummer 46. Welches Stockwerk führt zu Fluffys Gemächern? Patrick? Der dritte Stock. Das ist korrekt. Gemächer, für die gute, ja. Guter Begriff dafür. Frage Nummer 47. Von wem wird Harry im ersten Teil im Verbotenen Wald gerettet? Patrick? Von Firenze. Auch das ist richtig. Was ich schon mal Kentauren gesagt hätte, nicht gezählt, oder? Hätte nicht gezählt, weil es ist ein Centaur. Ist doch das Gleiche, oder? Ich glaube, das ist das Gleiche. In Age of Mythology waren es die gleichen. Ja, in Age of Mythology, aber nicht in Harry Potter. Da heißen die Centauren. Ein Buchstabe große Wirkung. Elben und Elfen. Ja, nee, aber ich glaube, das sind wirklich die gleichen Fabelwesen, die nur 2 verschiedene man aussprechen kann. Das sind bin ich Elben und Elfen auch, aber wenn du einmal zu Elfen... Zu sind Elfen genau das gleiche wie Elben? Doch, ich glaube schon. In den meisten Fällen ja. Keine Ahnung, ich kenne Elfen immer so als Elfen, kleine, so mit so Flügeln und sowas, kenne ich Elfen aus so Kinderfilmen und sowas. Eine Fee. Ja, das gibt es auch manchmal auch, aber das sind eher Feen dann, ja. Dann heißt noch Elfen teilweise. Ja, egal, okay, ich habe es ja eh nicht gebuzzert, also ist ja scheißegal. Okay. Reset Buzzers. Frage Nummer 48. Was ist Veritas Serum? Manisam? Wahrheitsserum. Ja. Also, das, wenn derjenige das trinkt, dann ist er gezwungen, die Wahrheit zu sagen. Ja, genau. Und Veritas Serum ist ein extrem starkes. 3 Tropfen und selbst du weißt schon, wer plaudert seine dunkelsten Geheimnisse aus. Hm, ja. Hat Snape gesagt, gell? Ja, das hat Snape gesagt, tatsächlich. Dafür gibt es einen halben Punkt. Ja, das ist meine Frage gewesen. Frage 49. Wo findet der Kriegsrat der Todesser zu Beginn des 7. Teils statt? Patrick? Im Anwesen der Malfoys. Das ist korrekt. Oh Gott. So. Und die letzte Frage.
Das ist der letzte Satz des dritten Buches. Warte, lass mich überlegen. Alter. Den weiß ich, glaube ich, tatsächlich nicht. Die Frage, die Antwort. Ich weiß, wie das dritte Buch endet. Harry geht zurück zu den Dursleys. Yay. Okay, Frage 50. Wie rettet Harry Ron von seiner Vergiftung im sechsten Teil? Oh Gott, wie heißt denn das Zeug? Tja. Ja, wie heißt das Zeug? Das würde ich gerne von dir wissen, Patrick. Boah, ich rate einfach mal. Ja. Es kommt zwar in einem anderen Zusammenhang vor, aber vielleicht ist es ein B2H. Das ist richtig, ein B2H. Richtig. Ja. Okay, nice. Der kommt ja im ersten Teil, wird er ja schon genannt. Mhm. Deswegen... Und ein das Stein. Ist ja, glaube ich, ist das nicht so ein Stein aus dem Ziegenmagen oder sowas? Genau. Stein aus dem Magen einer Ziege. Ich dachte, das wäre halt so ein fusseliges, rundes Knubbelding, was der dem da reinsteckt. Ja, ein Nierenstein. Nierenstein. Geil, richtig lecker. Oh, wir sind so schlecht. Es ist einfach genau die gleiche Reihenfolge wie letztes Mal. Aber diesmal ist echt bitter mit einem Punkt. Wie mit einem Punkt, wie meinst du? Aber also diesmal sind wir beide mies, Paul. Ach so, okay. Ja, aber die Punkteskala, die wir patentiert haben, die haben wir nicht geändert. Ja. So, wir haben von 10, also von 0 bis 10 ist immer noch Troll. Von 11 bis 20 ist schrecklich. Von 21 bis 30 ist mies. Das sehe ich euch. Dankeschön. 31 bis 45 ist annehmbar. Das sehe ich niemand. Erwartungen übertroffen. Nochmal Manisan mit 54. Ja. Und das ab. Wo bin ich? Hier bin ich. Und das ab 65, das ohne Gleichen gibt, hat es Patrick diesmal schon wieder erreicht. Schon wieder unglaublich, ey. Und sogar noch besser. Stimmt, letztes Mal war es, also, glaube ich, ein Punkt oder genau betroffen. Nur ein Punkt. Ja, das ist auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch, Patrick. Ja, Glückwunsch auf jeden Fall. Starke Glückwunsch. Leistung wieder von Patrick und von Mani, aber starke Leistung von Lukas und mir. Ja, mies halt, ne? Mies. Aber wir sind kann genau besser werden. Wir sind quasi genau gleich geblieben, so von der Reihenfolge nein, wie letztes Mal. Also. Ja, ich dachte heute echt, dass Lukas hier den Underdog macht, der das Ding hier nach Hause holt. Ey, ja, bei Buzzer sehe ich mich nicht. Also ja, ich hätte die Sachen wahrscheinlich auch zum Teil gewusst, aber... Mhm. Ja, bei Buzzer hätte ich aber auch wieder viel gewusst, wo ich einfach zu langsam war. Ja, genau. War. Also Buzzer bin ich zu langsam. Ja, bei Schreibfragen hatte Lukas, glaube ich, mindestens genauso viel richtig wie wir sonst. Das stimmt. Aber Lukas echt nur stark. Weil ihr mit dem Animagus dazu schnell wart mit Lupin, sonst wäre ich da auch noch drauf gekommen. Safe. Ja gut, Lukas hat auf jeden Fall mehr gewusst als ich. Also hat nur einen Punkt mehr als ich, er müsste eigentlich mehr haben. Ja, das schwierig. Ist das System, es ist unfair. Wir stehen dazu. Aber wir haben ganz selten auch, dass jemand falsch spazert. Weil wenn wir alle ein bisschen mehr falsch spazern würden, dann würden wir auch alle weiter schon, die Fragen sind alle eigentlich viel zu einfach. Die müssen viel schwieriger werden. Ja, genau, die müssen viel schwerer werden, da sehe ich mich. Okay, das... Nein, das und mehr schreiben. Mich haben dieses Mal diese ganzen Schauspielerfragen, auch wie die Schauspieler heißen und sowas und die Musik. Schauspielerfragen. So. Die fand ich ganz okay. Ja, nee, Patrick alle gewusst und davor hat Patrick gemeint, er kennt nur Ron und Harry und Hermine als Schauspieler. Und danach weißt du die ganzen anderen. Ganz cool. Also man muss ja sich selbst schlecht reden, dass man sich den psychologischen Vorteil verschafft. Okay. Da muss ich nochmal Mani übrigens für das letzte Mal in Schutz nehmen. Da haben wir sie nämlich ein bisschen unter Druck gesetzt. Das war gemein. Immer gesagt, du musst uns retten und Favoriten hier und da. Ja. Sorry. Ein bisschen. Das war einfach du musstest es selber tragen, dann hast du es aber gut gelöst. Die Favoritenrolle, Patrick. Ja, dankeschön. Ja, ich habe auch wieder gut meine Underdog-Rolle auf jeden Fall ausgenutzt und gut ausgelebt. Ja, schwierig. Aber auf jeden Fall ein schönes... Hat wieder Spaß. Mein Mann, Video, sehr coole Fragen. Es waren wirklich wieder sehr, sehr coole Fragen. Sehr, sehr nice Fragen.